Besitz belastet und Besitz ist anstrengend. Und das habe ich auf jeden Fall auch mal in den letzten Monaten gelernt, in denen ich mich mehr mit dem Minimalismus beschäftigt habe. Also ich bin noch keine Minimalistin, die nur 100 Dinge besitzt, aber ich habe meinen Konsum und auch meinen Besitz in den letzten Monaten erheblich eingeschränkt. Und es gibt auf jeden Fall einige Sachen, die ich nicht mehr kaufe oder auch noch nie gekauft habe. Und diese zeige ich dir in diesem Video. Der erste Punkt sind doppelte Sachen. Das heißt, wenn ich irgendwas einkaufe, sagen wir jetzt mal ein Deo, dann kaufe ich auf gar keinen Fall 2 oder 3 oder 4 von diesen Deos. Das habe ich früher ziemlich gerne gemacht, da ich mir dachte, wenn ich das sowieso kaufe, kann ich gleich mehr kaufen, da das sowieso irgendwann leer gehen wird. Dann muss ich nicht nochmal einkaufen gehen und so weiter. Und dachte ich, dass es ziemlich sinnvoll ist. Aber dann war es oft so, dass ich das Deo nach einer Zeit gar nicht mehr so gut fand, es nicht mehr so lecker riechend fand und dann lieber ein anderes Deo gerne gehabt hätte, was einfach sehr destruktiv ist, logischerweise. Und deswegen kaufe ich jetzt keine doppelten Sachen mehr. Das geht natürlich nicht bei jedem Produkt, das ist auch nicht bei jedem Produkt sinnvoll, aber bei den meisten Dingen achte ich schon darauf, dass ich jetzt nicht so einen krassen Vorrat von diesen Sachen habe, da ich das meistens nicht mal wirklich brauche. Zweitens sind Wattepads. Eigentlich habe ich noch nie so wirklich regelmäßig Wattepads benutzt für irgendetwas, nur halt manchmal zum Abschminken. Aber dafür habe ich mir jetzt wiederverwendbare Abschminktücher selbst genäht, so 4, 5 Stück davon, die ich dann halt auch regelmäßig auswasche. Aber so richtige normale Wattepads brauche ich eigentlich nicht. Die sind noch nicht so gut für die Umwelt, deswegen finde ich meine wiederverwendbaren Wattepads, wiederverwendbaren Abschminktücher total cool. Und würde ich auf jeden Fall auch empfehlen, sowas selbst zu machen. Es gibt davon auf jeden Fall super viele Tutorials im Internet und es ist auch wirklich nicht so schwer, wenn selbst ich sowas nähen kann. Dann kann es nicht schwer sein. Der dritte Punkt sind Notizzettel. Ich meine, damit jetzt diese kleinen Kärtchen, die man oft mal benutzt, um irgendwelche Notizen raufzuschreiben. Und diese kaufe ich mir jetzt gar nicht mehr. Erstens habe ich noch einen riesigen Vorrat davon, da ich irgendwie sowas immer geschenkt bekomme. Warum auch immer. Aber ich habe davon locker noch 2 oder 3 richtige Blöcke voll. Und andererseits sammle ich auch immer alte Papierstücke. Wenn ich zum Beispiel irgendwas ausdrucke, aber dann irgendwie nur so einen bestimmten Platz davon brauche, dann habe ich halt noch ein bisschen was übrig, dann behalte ich das immer und sammle das. Das ist vielleicht auch ein bisschen komisch. Auf jeden Fall sammle ich diese Sachen, was vielleicht ein bisschen komisch ist, aber auch total cool, da ich so keine neuen Sachen kaufen muss, da ich immer irgendwelche Notizzettel und Schmierblätter habe. Schmierpapier, okay. Was ich jetzt viertens auch nicht mehr kaufe, ist Kleidung, die ich nicht wirklich möchte und auch nicht brauche. Ich habe mich, was Kleidung angeht, wirklich krass reduziert und vor allem meinen Konsum reduziert, denn ich war dieses Jahr bisher einmal shoppen. Und ich habe mit mir selbst so einen kleinen Deal abgeschlossen, dass ich keine Sachen kaufen möchte, wenn ich sie nicht brauche oder nicht total gerne haben möchte. Da es sonst keinen Sinn ergibt, die zu kaufen. Er gibt's einfach nicht. Und angelehnt an diesen Punkt möchte ich fünftens keine Fast Fashion mehr kaufen. Das heißt, ich gehe jetzt in irgendwelche Thrift Stores, in Second-Hand-Läden oder halt bei irgendwelchen nachhaltigen und fair produzierten Läden. Oder zu fair produzierten Marken. Wie auch immer. Davon gibt es hier immer ziemlich viel und ich weiß auch, dass diese fair produzierten, nachhaltigen Marken oft sehr teuer sind. Aber wie gesagt, gibt es ja auch so Second-Hand-Shops, die dann auch nachhaltig sind, aber halt ein bisschen günstiger sind auf jeden Fall, also eigentlich ziemlich günstig sind. Und deswegen ist da auch für jeden so ein bisschen was dabei, je nachdem, wie viel Geld man halt ausgeben möchte für bestimmte Sachen. Aber ich finde einfach, dass Fast Fashion nicht unbedingt sein muss. Ich möchte jetzt hier nicht sagen, dass ich hundertprozentig nie wieder Fast Fashion kaufen werde, da ich denke, dass es bestimmt irgendwann in meinem Leben irgendeine Ausnahme geben wird. Aber ich möchte auf jeden Fall sagen, habe mir auch jetzt einen Deal abgeschlossen, dass ich... dass Fast Fashion nicht meine normalen Einkaufsstellen sein sollen. Und dass ich dann nicht regelmäßig kaufen will und eigentlich versuche, fast gar nicht da zu kaufen. Ja, also da zu kaufen, da bei Fast Fashion. Nein, aber Fast Fashion zu kaufen, ihr wisst. Okay, sechstens sind so Gelnägel. Ich habe noch nie in meinem Leben Gelnägel gehabt oder auch irgendwelche anderen Nägel, die man sich aufklebt oder aufkleben lässt. Das hat mehrere Gründe. Erstens finde ich das unpraktisch. Zweitens finde ich, dass das Geld nicht wert ist. Und drittens finde ich das nicht gesund für die Nägel. Viertens finde ich das halt nicht so aus Umweltgründen und Nachhaltigkeitsgründen vertretbar. Es gibt viele Gründe. Aber ich möchte noch ganz kurz sagen, dass die Sachen, die ich hier aufzähle, nicht tendenziell und grundsätzlich schlecht sind, sondern dass ich sie persönlich einfach nicht brauche und nicht möchte in meinem Leben. Aber falls du zum Beispiel dir gerne Gelnägel machst, dann mach das weiterhin. Wenn es dir Spaß macht, wenn du es schön findest, dann mach das doch gerne weiterhin. Nur für mich funktioniert das nicht in meinem Leben und ich brauche es nicht und ich möchte es nicht. Deswegen ist es auf dieser Liste. Aber es
ist nicht generell total schlecht. Und wenn du vielleicht was anderes reduzieren möchtest, dann ist es auch völlig okay. Also nochmal ganz kurz, damit sich keiner angegriffen fühlt. Ja. Siebtens, ich kaufe kein Apple Music mehr. Ich hatte früher aus irgendwelchen Gründen Spotify und Apple Music. Das lag vor allem daran, dass es einige Songs auf Spotify gab, die es aber nicht da gab. Und bei Apple Music gab es einige Songs, die es nicht auf Spotify gab. Und ich fand das irgendwie echt blöd und ich wollte irgendwie immer alles hören. Und deswegen habe ich monatlich beides bezahlt, für beides 10 Euro jeden Monat. Und bin dann immer so ein bisschen hin und her geswitcht. Und mittlerweile finde ich das echt ein bisschen unnötig. Und es sind wirklich nur ein paar Songs, die es nicht auf Spotify gibt. Und deswegen habe ich irgendwann meine Apple Music Lizenz gekündigt und habe jetzt nur noch mein Spotify-Abo. Was echt gut ist und ich vermisse Apple Music auch einfach gar nicht mehr irgendwie, weil es wirklich nur diese 3, 4 Songs waren, die ich auf Spotify nicht hören konnte. Aber für diese 3 Songs lohnt es sich für mich nicht, so jeden Monat 10 Euro dafür auszugeben. Die nächste Sache ist bei mir auf jeden Fall Skincare. Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie was Krasses so für Skincare gekauft, also für Hautpflege. Also doch, ich habe mal diese Nivea-Creme oder so gekauft, aber sonst nicht was wirklich Krasses eigentlich. Oder auch wenn ich so Masken benutzt habe, dann waren die immer geschenkt. Also ich habe mir nie sowas selbst gekauft. Eigentlich. Und ich möchte auch sowas gar nicht haben. Ich habe es nämlich schon mal in einem Video gesagt. Aber ich habe das Gefühl, dass wenn ich was auf mein Gesicht drauf schmiere, dass meine Haut dadurch nur schlechter wird. Und ich habe jetzt auch gerade gar kein Make-up drauf. Also ich habe jetzt halt keinen Foundation, Concealer, Primer. Ich kenne mich damit auch echt nicht aus, muss ich sagen. Aber ich habe sowas auch gar nicht drauf und meine Haut ist vollkommen okay. Und ich versuche halt so wenig auf meine Haut drauf zu machen wie möglich, da ich denke, wenn ich was drauf mache, wird meine Haut nur schlechter. Vielleicht denke ich es nur so und es ist gar nicht so. Schreib mir gerne mal deine Erfahrungen damit in die Kommentare. Das würde mich echt interessieren. Bei mir ist es zumindest so und deswegen kaufe ich auch keine Skincare-Produkte. Ich habe es gerade schon so ein bisschen angemerkt, aber ich trage ja auch kein Make-up und ich kaufe auch total wenig bis fast gar kein Make-up. Also was ich so in meinem täglichen Alltag irgendwie trage, ist halt nur Mascara und Augenbrauenstift und gelegentlich mal ein Concealer. Und sonst trage ich eigentlich fast gar kein Make-up. Und deswegen kaufe ich auch kein Make-up und keine Schminke, logischerweise. Und wenn ich was kaufe, dann meistens nur, damit ich es verschenken kann. Und mir wird auch viel Schminke immer geschenkt. Also ich habe auch sehr, sehr wenig selbst gekauft, weil ich es meistens irgendwie geschenkt bekomme. So, kommen wir auch schon zur Nummer 10. Und zwar 10. Ich kaufe keinen Schmuck mehr, der keine Funktion oder keine besondere Bedeutung für mich hat. Also wie ihr sehen könnt, trage ich gerade meine Ohrringe, die ich eigentlich immer trage. Also ich habe halt Ohrlöcher und deswegen trage ich auch fast immer Ohrringe. Und diese hier sind von meiner Oma, die habe ich mal von ihm geschenkt bekommen. Ansonsten trage ich oft meine Uhr, eigentlich trage ich fast immer meine Uhr. Und diese 2 Armbänder hier, das sind 2 buddhistische Armbänder. Einmal, ja, wo auch was Buddhistisches draufsteht. Und das hier ist einmal ein Armband, was ist das nochmal für ein Armband? Hämatit-Armband, heißt es so? Ja. Die haben auch eine krasse Bedeutung für mich auf jeden Fall, deswegen mag ich sie auch sehr gerne. Ansonsten trage ich ab und zu noch mal eine Kette oder ein Armband, aber ich kaufe nicht mehr krass viel Schmuck. Also ich kaufe gerne Sachen, die ich dann wirklich jeden Tag trage oder öfter mal trage, aber ich kaufe keinen Schmuck für ein einmaliges Event. Denn ich habe eine kurze Hintergrundstory. Ich habe hier einen großen Schmuckschrank und noch vor einem Jahr war dieser Schmuckschrank extrem gefüllt, von oben bis unten gefüllt und ich hatte Tausende von Ketten, Ohrring, Ring, weil ich nie Ringe trage und Armbändern. Und jetzt habe ich das Ganze wirklich reduziert und habe nur noch ein paar Armbänder, ein paar Ketten, ein paar Ohrringe, die ich aber dafür auch sehr, sehr toll finde und auch sehr gerne trage. Aber ich brauche nicht mehr diese Masse, ich brauche nicht so eine krasse Auswahl. Also mir reichen wirklich so ein paar Sachen, die ich dann gerne und öfter auch mal trage. Die nächste Sache hat weniger was mit Besitz und Geld zu tun, aber auch sehr wichtig für mich und meine Gesundheit und mein Wohlbefinden ist auf jeden Fall, dass ich 11. kein Fastfood mehr kaufe. Beziehungsweise wir müssen da ein bisschen unterscheiden. Ich meine damit, dass ich nicht mehr zu Fastfood-Ketten wie McDonald's, Burger King, KFC sowieso nicht, da ich Veganerin bin. Oder ja, ich gehe da jetzt nicht so gerne hin und gehe da auch schon seit einer ziemlich langen Zeit nicht mehr gerne hin. Ich weiß, dass ich in der Grundschule gerne zu McDonald's gegangen bin. Was heißt gerne? Aber es war für mich auf jeden Fall kein Problem und ja, war halt so ein normaler Laden. Aber seit einigen Jahren gehe ich da echt nicht mehr gerne hin. Und ich weiß, dass es Leute gibt, die diese Produkte über alles lieben. Es gibt sogar sehr, sehr viele Leute, die diese Produkte über alles lieben. Und ich boykottiere es total und ich möchte es überhaupt nicht unterstützen. Und das ist eine Sache, die ich zum Beispiel auch gar nicht mehr kaufe. Und auf jeden Fall nicht freiwillig in einer dieser McDonald's-Läden reingehen würde. Und jetzt 12. Ja, 12. Ich kaufe keine Trendartikel mehr. Also ich kaufe keine Artikel, nur weil sie im Trend sind. Ich habe das ganz stark gemerkt bei diesem Visco-Hype, dass irgendwie alle sich diese Flasche gekauft haben, alle diese Scrunchies gekauft haben, alle diesen
Rucksack. Und irgendwie haben sich das alle Leute gekauft und alle haben das gehypt und alle fanden das cool. Und ich fand einige Sachen davon auch schön. Aber ich habe mich entschlossen, auch keine Artikel zu kaufen, nur weil sie im Trend sind, nur weil sie alle haben und nur weil sie im Moment irgendwie cool sind und in sind und im Hype sind. Nein, das ist keine Option. Für mich zumindest nicht mehr. Da ich nur Dinge kaufen möchte, wenn ich sie wirklich cool finde, wirklich toll finde und auch für einen längeren Zeitraum gerne in meinem Leben haben möchte. Ich verlinke dir jetzt hier noch weitere Videos zum Thema Minimalismus. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren, falls dir das Thema interessiert. Und dann hoffe ich mal, dass wir uns sehr bald auf meinem Kanal hier wiedersehen. Denn auf meinem Kanal geht es auch um die Themen Minimalismus, Nachhaltigkeit, aber auch um Themen wie Produktivität und Organisation. Also hoffentlich bis sehr bald mal. Habt noch einen wunderschönen Tag und bis dann. Tschüss.